kein Match im TV oder Livestream verpassen, wir sagen euch, wo die Turniere der ATP, WTA und ITF live übertragen werden. Die Liste wird wöchentlich aktualisiert, um euch immer auf dem Laufenden zu halten. Tennis live auf Sky. Mit Sky verpasst ihr keine Minute der 500er und 1000er Serie der ATP und seid immer live dabei, wenn euer Lieblingsspieler aufschlägt. Neben den 13 500er Turnieren und 9 Masters Events hält Sky die Rechte für das Grand Slam Turnier in Wimbledon. Das Tennis der Spitzenklasse ist dabei in HD auf Sky Sport 1 HD empfangbar. Tennis im TV-Übersicht. Montag, 13. August 201817:00 Uhr, Sky Masters 1000 Cincinnati 17 Uhr, der ZNWTA, Cincinnati Dienstag, 14. August 201817:00 Uhr, Sky Masters 1000 Cincinnati 17 Uhr, der ZNWTA, Cincinnati. Ihr wollt für Spitzentennis auf Sky nur einen Tag bezahlen und dafür bis Ende August schauen. Dann ist das neue Sky Special für einmalige 9,99 Euro für euch genau das Richtige. Hier geht's zum Spezialticket für Deutschland, Mittwoch, 15. August 201817:00 Uhr, Sky Masters 1000 Cincinnati 17 Uhr, der ZNWTA, Cincinnati Donnerstag, 16. August 201817:00 Uhr, Sky Masters 1000 Cincinnati 17 Uhr, der ZNWTA, Cincinnati Freitag, 17. August 201817:00 Uhr, Sky Masters 1000 Cincinnati 17 Uhr, der ZNWTA, Cincinnati Samstag, 18. August 201817:00 Uhr, Sky Masters 1000 Cincinnati 17 Uhr, der ZNWTA, Cincinnati Sonntag, 19. August 201817:00 Uhr, Sky Masters 1000 Cincinnati 17 Uhr, der ZNWTA, Cincinnati. Federer greift in Cincinnati ein. Nach dem Rogers Cup in Toronto steht gleich das nächste ATP Masters minus 1000 Turnier an. Bei den Western. Nach dem Ausscheiden in Wimbledon nahm sich der Schweizer eine Auszeit und wird nun in Ohio sein Comeback geben. Unter anderem dabei ist der frisch gebackene Toronto-Sieger Rafael Nadal und das griechische Wunderkind Stefanos Tsitsipas. Die Matches von Alexander Zverev und Co. werden natürlich wieder von Sky übertragen und ihr müsst keine Minute des Spitzentennis aus Cincinnati verpassen. Hier das Einzeltableau der Herren in Cincinnati Halle reist mit Titel nach Cincy. Auch die Damen werden zeitgleich in Cincinnati an den Start gehen. Dabei wird vor allem die Weltranglisten-Erste und Kuprogas-Siegerin Simona Halep große Ambitionen haben. Zudem wird die deutsche Nummer 1 Angelique Kerber nach ihrer Erstrunde-Niederlage in Montreal einen neuen Versuch in der US Open-Serie wagen. Hier das Einzeltableau der Damen in Cincinnati Tennis Live. Auf das ihr wollt Tennis Live im TV erleben? Dann haben wir genau das Richtige für euch. DAZN zeigt jede Menge Tennis und ihr könnt es immer und überall verfolgen. Der Online-Streaming-Dienst bietet ausgewählte Spiele der ATP, WTA und ITF Tour an. Erlebt den Sport mit der gelben Filzkugel auf eurem PC, Smartphone oder Tablet. Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.